Der Balance-Patch ist veröffentlicht worden. Den schauen wir uns heute einmal an. Sind interessante Buffs und Nerfs bei, aber ich kann direkt schon mal sagen, meiner Meinung nach nichts Krasses. Ein paar Sachen, die überraschend sind, aber auch ein paar Sachen, die obvious sind und ein paar fragwürdige Sachen. Man kennt es halt, ne? Ich würde sagen, wir starten direkt rein und ich weiß, die Schrift ist bombastisch groß. Kann ich hier ranzoomen? So kann man denn hier nicht zoomen, Alter? Wer soll das lesen, ey? Oh, seht ihr überhaupt irgendwas? Warte mal. Hier. Naja, okay, wir müssen uns damit irgendwie ein bisschen gerade zurechtfinden. Okay, ich weiß, man sieht so gar nichts. Vielleicht zoome ich ein bisschen dran für euch, dann seht ihr mich nicht, aber ist nicht so schlimm. Okay, wir haben auf jeden Fall Bestienmönche, werden ein bisschen... Also eigentlich nur der Chandra wird genervt. Und zwar die Betäubungsrate auf dem ersten Skill wird 15% runtergesetzt. Also von 30 auf 15%, also 15% runtergesetzt. Okay. Ne, pass auf, die Menge der erlittenen Schaden, die sich entsprechend dann am HP-Zustand verringern wird, um bis zu 50% runtergesetzt auf 30% verringert. Sprich, er kriegt mehr Schaden. War obvious, dass das passiert. Ne, das sind diese obvious Sachen, die für mich halt klar waren, dass die früher oder später passieren werden. Dann haben wir Ifrit Feuer, der wird wieder ein bisschen gebufft. Und zwar der erlittene Schaden wird wieder verbessert, sage ich mal, dass er weniger Schaden kriegt. Von 20 auf 30, also wieder 10% hoch. Okay, also wir haben Gianna auf den dritten, ja. Er betäubt alle Gegner für eine Runde, bislang. Ja, jetzt wird, also es wird geändert, sage ich mal. Also der Effekt wurde hinzugefügt. Das ist jetzt, Moment. Bislang, wenn der Gegner vorteilhafte Effekte besitzt, wird dieser entfernt und er wird garantiert für eine Runde betäubt. Wird geändert in zukünftig. Betäubt alle Gegner für eine Runde und entfernt zusätzlich vorteilhafte Effekte von dem Gegnern, die vorteilhafte Effekte besitzen und betäubt sie garantiert für eine Runde. Das ist eigentlich ein ganz, ganz simpler und kleiner Buff, der ermöglicht, den dritten Skill zu machen, auch wenn keine vorteilhaften Effekte da sind, wird das dann trotzdem getriggert, sage ich mal. Das bedeutet, dass sie auf den dritten einen regulären Stun hat jetzt, auf dem, ne, ob Buffs drauf sind, also sie muss nicht mehr strippen, um zu stunnen. Auch wenn keine Buffs vorhanden sind beim Gegner, kann sie damit nun betäuben. Ja, was halte ich denn davon? Ja, cool. Ja, also ich muss sagen, holt mich nicht ab. Das hat einen großen Faktor. Und zwar ist das als allererstes, oder ich sag mal, das allergrößte Problem, finde ich, ist der Base Speed mit 100 oder was sie hat. Sie ist für einen Stripper zu langsam. Das ist halt so ein großer Punkt, der problematisch ist. Wäre jetzt hier unten, was nicht der Fall ist, by the way, noch gesagt, ja, hör mal, wir erhöhen auch den Base Speed um 10. So auf 110 und das da. Das wäre geil. Das ist nett. Nichts Weltspannendes in meinen Erachten, weil einfach der Base Speed da fehlt. Ja, sie wird outspeeded von inzwischen 80% aller. Selbst wenn du sie auf ein schnelles Swift-Set packst, macht gar keinen Unterschied, weil der Base-Speed einfach garbage ist. Ja, das ist halt das Problem bei der. Sie wird den Strip nicht mehr als First-Turn-Strip machen können. Dafür gibt es einfach wesentlich bessere Stripper. Das ist halt dieses Problem daran, ja. Und als Second-Stripper oder so nett so zu haben, so in der Backup, dafür ist sie zu squishy. Das ist halt dieses Problem an der, Geschichte Gianna, meines Erachtens nach. Du könntest sie höchstens mit einem Fast-Pusher spielen. Ja, bedeutet also, wie jetzt beispielsweise mit einem, keine Ahnung, irgendwas Schnelles, was halt pushen kann. Ja, nehmen wir mal hier Wasser-Ezio. Sowas halt. Dann, okay, aber ich finde Wasser-Ezio in der Weltarena sehr useless oder er braucht ein sehr, sehr gutes Team. Also wenn er zum Beispiel noch ein Neftis mit dabei wäre oder sowas. Okay, ja, dann könnte es wieder ein bisschen interessanter sein. Aber wenn das nicht gegeben ist und man einfach wirklich nur 0815-Spieler ist mit einer Gianna, ist es nett, aber nicht weiter. Und dann haben wir Shihou mit dem letzten, also mit dem dritten Skill.
Entfernt einen vorteilhaften Effekt, der dem Gegner gewährt wurde und betäubt den Gegner mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% für eine Runde, hat halt einfach nur keine Bedingungen mehr. Okay? Dann haben wir den Dark-Affenkönig, den Dunkelaffen mit dem dritten. Alle Angriffe, erster und zweiter Treffer, verringert die Verteidigung aller Gegner für 2 Runden und betäubt sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% für eine Runde. Das ist eigentlich ganz nett, weil er jetzt auch noch... Ne, hat er eigentlich... Achso, das ist in einem. Ah, okay. Verringert die Verteidigung... Ja, genau. Hier oben war das... Also vorher war es halt so, dass er halt mit dem zweiten Treffer betäubt. Aber jetzt ist es halt mit in dem ersten Treffer. Also er hat eine doppelte Chance, den Deathbreak zu landen. Und er hat eine doppelte Chance, den Stun zu landen. Und das ist ziemlich stark, weil meines Wissens nach hat er sogar auch einen sehr guten Base-Speed. Deswegen, ja, also doch, das ist schon mal besser als Gianna, sagen wir es mal so, ja. Dann haben wir hier im Wasserslayer, da wird nur geändert, wenn Verbündete die Gegner, mein Gott, das ist so klein, ey. Wenn Verbündete den Gegner mit zerstörter HP angreifen, erhöht sich der Schaden, den sie zufügen, proportional zu der HP des Gegners. Ja, okay, nett. Dann haben wir Wasserhacker, das finde ich nicht schlecht. Ich bin immer noch traurig, dass ich immer noch keinen einzigen Hacker habe, aber okay. Und zwar Zero-Day-Angriff müsste der dritte sein. Verringert die Angriffsleiste aller Gegner außer dem ausgewählten Ziel um jeweils 20%. Sprich, also alle anderen kriegen halt nochmal so einen kleinen Pushback. Ja, und noch die Uplink-Zeit macht Sinn. Das ist ja so eine Low-Budget-Veronica. Ja, das ist eigentlich nicht schlecht. Also finde ich persönlich gar nicht so bad. Dann haben wir noch den Wasserhacker nochmal und den Lichthacker mit Cracking. Absorbiert die Angriffsleiste um 30-35%. Also wird 5% höher gesetzt. Das ist nett, ja. Dann haben wir nochmal Lichthacker mit Dualität des Hackers. Verringert die Angriffsgeschwindigkeit aller Gegner für 2 Runden. Das müsste auch der dritte sein, oder? Aber da bin ich mir nicht sicher. Dafür sind sie noch ein bisschen zu neu. Ja, okay. Ich sag mal, so ein Slow ist immer sehr nervig zu haben. Deswegen, ja, ist schon gut. Dann haben wir die Wind-Pudding-Brezel da. Mit der Passiven, und zwar wird eigentlich nur geändert, dass sie anstatt ein, zwei schädliche Effekte von dem Verbündeten mit dem niedrigsten HP-Zustand entfernt. Entfernt zuerst schädliche Effekte, während dem Ziel anschließend ein Schild. Ja, also das ist eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Das könnte interessant und nervig werden, aber mal abwarten, was das angeht. Dann haben wir, ich glaube, Liliana ist das, Teufelsmädchen Dunkel, Pakt Herrschaft der Hölle, das ist der dritte. Verringert die Ablenkzeit, wird eine Runde runtergesetzt, also von 7 auf 6. Das ist schon mal immer gut. Dann haben wir Effekte hinzugefügt, wenn das Teufelsmännchen erscheint, nachdem die HP des Herrschers der Hölle auf 0 gesunken sind. Das wieder erscheinende Teufelsmännchen erhält sofort einen Zug. Okay, das ist nicht schlecht. Ich glaube, das ist gar nicht mal so bad. Ja. Okay, also sie hat halt so einen Proc halt, wenn sie wiederkommt in diese normale Form. Ne? Okay. Ja, du müsste wie ein Proc hantiert werden. Also sprich, sie müsste garantiert einen Zug bekommen. Ne, nicht so, ja, könnte einen Zug bekommen, wenn die Angriffsleiste vom Gegner nicht 1% über deinen ist. Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir noch Wüstenkönig Wind, also Hathor. Verspätetes Versprechen, das ist das zweite Skill. Und zwar, oder? Wenn es der dritte ist, wäre es sehr broken. Aber ich meine, das ist der zweite Skill. Ich guck mal eben nach. Es ist der dritte. Okay, das ist broken. Also es kann sein, denn es wird jetzt da ein Effekt hinzugefügt, den ich persönlich sehr stark finde auf Hathor. Und zwar gewährt dem ausgewählten gegnerischen Ziel für eine Runde den Effekt Entfernung von schädlichen Effekten geblockt. Das bedeutet, du kriegst den Sleep von diesem Ziel nicht weg. Oder, ich meine natürlich, du kannst rausbrocken. Das geht ja so oder so. Es ist auch nur eine Runde und du gehst ja aber 2 Runden im Sleep. Ne? Also, du bist halt so gesehen eine Runde safe geschützt davon, dass sie nicht aus dem Sleep rauskommen. Außer bei Leuten, die jetzt sowieso schon die immun dagegen sind. Beispielsweise Mei Huang oder Chroma oder sowas. Ne, da sieht die Sache wieder anders aus. Aber so bei normalen Monstern. Der kann halt nicht geclanced werden, beispielsweise von Rakuni oder keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Ne, von irgendwas, es geht halt nicht weg. Aber das könnte auch, also ich bin mir sehr sicher, dass dadurch Garni Hathor attraktiver wirkt wieder. Ich werde sie mir auch angucken tatsächlich mal, wenn der Balance Patch dann da ist. Dann haben wir Waffenmeister Licht, finaler Schlag. Ein zusätzlicher Angriff fügt Schaden zu, der Effekte, die im Tod widerstehen, ignoriert, ohne dass eine Bedingung erfüllt sein muss.
fügt dem gegnerischen Ziel 20% mehr Schaden zu, wenn dessen HP 30% oder weniger beträgt. Okay, also er hatte keine Bedingungen mehr und er macht, nee, das mit dem gegnerischen HP hat er schon vorher gemacht. Also eigentlich hat er nur keine Bedingungen mehr. Dann haben wir Eludia mit erläuternde Flamme. Das müsste wenn das der dritte ist, ist es stark. Das ist nämlich der Deathbreak Strip. Und da wird jetzt noch hinzugefügt, dass sie einen Push macht von 15%. Das ist nicht schlecht für Cleave-Teams. Ja, doch. Das ist eigentlich echt nicht bad. Ja. Wenn es der dritte ist. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Hört sich aber danach an. Dann haben wir nochmal Jera. Feuerweg passiv. Der Gegner, den du bei deinem Zug A besiegt hast, kann während des Kämpfens nicht wiederbelebt werden, wird geändert in die passive Fähigkeiten des Gegners, die du dem Ziel angreifst, wird nicht aktiviert. Boss ausgenommen. Okay. Also sprich, also sie kann auch einen Laika jetzt ganz normal one-shotten oder ein Theomas oder ein Tessarion, was halt einen Reduce hat. Ne, der geht halt einfach durch. Ja, das ist nicht schlecht tatsächlich für Jera. Dann haben wir Ciri. Wasser, Wind, Licht. Wird geändert. Infügt Schaden zu, der die Verteidigungsgegner bis zu 100% ignoriert. Achso, nicht mehr 80%, sondern 100%. Ja, ja, okay. Ja, okay, gut. Dann haben wir noch Ciri Licht. Der Schaden wird um 13% verringert. Okay. Na gut. Dann haben wir noch Yennefer Feuer. Verringert die Angriffsleiste des gegnerischen Ziels um 15%, wenn du den Gegner bei deinem Zug angreifst. Ja, okay. Dann haben wir Yennefer Wasser, Feuer, Licht. Absorbiert die Angriffsleiste des Gegners um 30% mit einer Wahrscheinlichkeit von 30%. Wird geändert in Betäubt den Gegner für eine Runde mit einer Wahrscheinlichkeit von 30%. Okay, das ist der zweite. Nee, gar nicht. Der dritte, oder? Ja, das müsste der dritte. Nee, der zweite, doch. Müsste der zweite sein. Bin mir aber nicht 100%ig sicher. Dann haben wir noch Yennefer Wind Dunkel. Erhöht die Max HP wird. Okay. Erhöht die. Der Max HP. Ablenkzeit? 4, 5 und hoch? Entfernt jeweils einen Schädlichen-Effekt von einem Verbündeten gewährt. Ein Verbündeten zwei lang. Okay. Wird ja komplett geändert. Okay, krass. Dann haben wir Tapfer. Also Lollipop Krieger Wind. Das ist hier Thomas. Entfernt einen vorteilhaften Effekt, der dem gegnerischen Ziel gewährt wurde. Stiehlt einen vorteilhaften Effekt, der dem gegnerischen gezielt wurde. Okay, ja. Gut, kriegst halt Wille. Aber okay. Sky Surfer Wasser Dunkel. Oh. Okay, die Betäubungsrate wird erhöht. Okay, krass. Miles Buff, geil. ja, gut, der Stun wird. Die Stun-Wahrscheinlichkeit auf den zweiten wird erhöht von Miles und Jackson. Gut. Dann haben wir Rio Striker Wind. Verringert. Also hier, oh, warte mal, Kashmir, ne? Verringerte Ablenkzeit wird eine Runde runtergesetzt und entfernt alle verbündeten vorteilhaften Effekte, die im gegnerischen Ziel wurden. Stiehlt alle vorteilhaften Effekte, die im gegnerischen Ziel wurden. Ja, okay, das ist eigentlich ganz nett. Also stehlen ist natürlich immer besser als nur entfernen. Ne? Deswegen. Dann haben wir, wie heißt der nochmal? Van Cliff? Wie ein halbes Buch, Alter. Dann haben wir Feuerrobo. Erhöht die Angriffsleiste von 50, wird runtergenommen auf 25, wenn der Gegner einen zusätzlichen Zug erhält. Verringert die Ablenkzeit der Fähigkeit Klingenbrecher um eine Runde, okay. Dann haben wir Dryade Feuer. Effekt entfernt. Wenn der Feind keine vorteilhaften Effekte besitzt, verhindert er, dass der Feind zwei Runden lang vorteilhafte Effekte erhalten kann. Erhöht die Dauer der vorteilhaften Effekte, die Verbündeten gewährt wurden, um eine Runde, okay. Also das Wort, das der letzte Satzwort hinzugefügt. Und Dunkeldryade, wenn das gegnerische Ziel bei deinem Angriff einen vorteilhaften Effekt oder schädlichen Effekt besitzt, wird zusätzliche Schadenhöhe von 10% des gegnerischen Ziels zugefügt. Boss ausgenommen. Okay. Und bei Robo wurde nur irgendwas geändert, was uninteressant ist. Also ein Fehler behoben. Okay, ja, ich sag ja, ein kleiner Balance-Patch. Irgendwie okayisch. Es gibt, wie gesagt, ein paar nette Änderungen. Bis jetzt einer der besseren Balance Patch holt mich nicht komplett ab, muss ich sagen. Aber es gibt interessante Sachen, die man testen kann, wenn er draußen ist. Das muss man schon sagen. Unter anderem finde ich persönlich jetzt halt, ja, Gianna halt würde ich testen, aber ich bezweifle, dass es gut ist. Ansonsten hier Hathor würde ich gerne mal testen. Ja, und der Rest, das sind halt so kleine Anpassungen. Also ab dem Four Stars wurde es halt langweilig. Also ich sag mal, bis zu dem Phoenix war okay. Und der Rest ist halt, ja, okay, cool. Ja, gut. Das war's, würde ich sagen. Gut, dann könnt ihr mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein.